Eine Frau, die ich in Dortmund gesehen habe, aus Bonn. Ich habe sie vorher nie gesehen, ich habe sie vorher nie reden gehört, sie war mir völlig unbekannt und sie hat mich völlig vom Hocker gehauen und ich habe dann gesagt, sie muss hierher kommen und sprechen. Carmen, bitte. Einen wunderschönen guten Abend mittlerweile, Berlin. Und ey Leute, ihr seid echt toll. Ihr seid einfach deshalb toll, weil ihr es durchgezogen habt. Ihr macht immer weiter. Wir lassen uns nicht teilen. Und wir lassen uns vor allen Dingen von denen nicht teilen, die, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich glaube, im Moment so ein bisschen sehr frustriert sind über das, was so in den vergangenen Jahren vor allen Dingen mit der Grünen Partei gelaufen ist. Aber eigentlich ist das gar nicht mein Thema. Ich wollte mich bedanken dafür, dass ich hier sein darf. Und ich rede normalerweise über die Menschenrechte, über die UNO, über die Staaten, über sowas. Die Deklaration der Menschenrechte 1948. Ich glaube, man muss mal ganz klar machen, da hat uns niemand irgendetwas gegeben. Es gab engagierte Menschen, die gesehen haben, die diese furchtbaren Verbrechen der vorangegangenen Kriege gesehen haben und die gesagt haben, Staaten, die so etwas tun, sind Unrechtsstaaten. Niemand auf dieser ganzen Welt kann uns irgendein Recht geben. Es ist unser Naturrecht, hier auf dieser Erde zu sein. Auf jedem Ort, jedes Kind, jeder hier auf dieser Erde geborene Mensch hat das Recht, überall auf dieser Welt, in dieser Stadt, überall zu sein. Und keiner, kein anderer Mensch hat das Recht, ihm dieses abzusprechen. Niemand. Das mal ganz klar. Und darum mussten die Menschenrechte deklariert werden. Für die Staaten, nicht für uns. Für die Staaten, die haben sich daran zu halten. Jeder Staat, der dieses Recht nicht respektiert, in seinem eigenen oder in seinem anderen Land, in einem anderen Land. Jeder Herrscher, um das mal klar und deutlich zu sagen, und jedes staatliche Gefüge, jedes Land, jedes Reich ist ein Unrechtsstaat, ein Unrechtsreich. Das geht nicht. Wir haben ein natürliches Recht, hier zu sein. Und das muss uns niemand geben. Und wir wollen uns dessen bewusst werden. Und wenn wir es so sehen, dann müssen wir die Menschenrechte nicht mehr einklagen. Das, was heutzutage in der Welt passiert, ist ein Ungleich-Unrechtssystem. Das kann nicht überleben, das darf nicht überleben. Wir dürfen auch nicht dafür kämpfen. Den Kampf verlieren wir. Wir müssen darüber aufklären. Wir müssen uns dessen bewusst werden. Wir, nur wir, können uns dieses Recht nehmen. Wenn wir es abgeben, sind wir auch selber daran schuld. Und dort, wo die Menschen das nicht wissen, wo es ihnen aberzogen wurde, was normal ist, müssen wir aufklären, reden. Eine Friedensbewegung kämpft nicht. Eine Friedensbewegung klärt auf. Eine Friedensbewegung lebt vor. Und darum ist es so wichtig, sich selbst auch immer wieder zu sagen, auch wenn es abgegriffen ist, aber wir brauchen das immer und immer wieder. Du selbst bist die Veränderung, die du gerne in dieser Welt haben möchtest. Kennt ihr
Und dann kommen wir zu unseren Medien. Es ist ganz wichtig, dass wir klar haben, warum ist das eine Lügenpresse? Warum werden wir von denen und wie manipuliert? Mir ist es erst richtig aufgefallen während des Kosovo-Krieges. Ich bekenne mich, eine Altpazifistin. Ich war auch schon 1981 und immer dann, wenn ich einfach gesehen habe, Momente mal, das ist ganz was anderes, als wie ihr mir hier erzählt, dann bin ich aufgestanden. Und schon mal hatten wir ganz ähnlich wie heute die Situation in Hoyerswerda, in Rostock, in Mölln, wo Flüchtlingsheime brannten. In Mölln war es nicht ein Flüchtlingsheim, da war es ein Haus mit türkischen Familien. Jugendliche, junge Menschen haben dieses Haus angezündet, haben Kinder umgebracht. Wozu? Warum? Weshalb? Nein, manipuliert, in den Hass getrieben. Denen wurde erzählt, durch wen, dass das ihr Feind sei. Die Medien, damals Ausländerschwemme, und ich kann mich gar nicht, und ich will es auch alles nicht wiederholen. Wir brauchen es nicht wiederholen, wir kennen es. Wir kennen es auch jetzt. Ich glaube, die brauchen unsere Hilfe. Wir müssen ihnen mal klar machen, was jeder einzelne Journalist tut, wenn er, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Beispiel von Kollateralschaden spricht, wenn Menschen, wohlgemerkt durch unsere Bombardements, gestorben sind. Dann sind es Kollateralschäden. Keine Opfer, keine Menschen. Kollateralschäden. Oder unsere Bomber machen immer nur, ist das schon mal aufgefallen? Immer nur Luftschläge. Schlag mal durch die Luft, passiert ja gar nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Merkt doch gar keiner. Und wie gesagt, die Opfer sind dann Kollateralschaden. Und so geht es immer weiter. Ich glaube, wir müssen den Journalisten mal und jedem Nachrichtensprecher etwas klar machen. Hannah Arendt, hier gibt es, glaube ich, in der Nähe irgendwie eine Straße. Ich finde, eine ganz große Philosophin, eine ganz große Denkerin. Hannah Arendt hat den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem verfolgt. Und sie hat darüber geschrieben, also das ganz, der wichtigste Satz überhaupt ist, die Banalität des Bösen. Für mich, liebe Medienmacher, ist genau das schon die Banalität des Bösen. Wenn man selbst nicht mehr menschlich handelt, menschlich denkt, das eigene, ich meine, es kommt doch, das muss kommen. Also sonst ist man kein Mensch mehr. Und dann, verdammte Hacke nochmal, dann geht nach Hause. Dann habt ihr da nichts zu suchen. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen bei den Medien. Wir brauchen Menschen in der Politik. Wir brauchen nicht diese merkwürdigen Maschinen. Die brauchen wir nicht. Und die UNO. Die UNO. Was macht die UNO? Warum hören wir nichts von der UNO? Die kann nicht. Die kann nicht. Schon längst herrscht nur noch Faustrecht. Die einzigen, die für den Krieg und Frieden verantwortlich oder die was damit zu tun haben, ist der Sicherheitsrat in der UNO. Und der Sicherheitsrat besteht nun mal zur Hälfte von den 5 sogenannten Siegermächten. Und diese, also zumindest 3, sind gerade ziemlich wild in der Welt am Rumbomben. Egal, ob sie es unter der Hand machen, ganz offen, es sind auch unsere Waffen, es sind, ja, ich muss es jetzt nicht benennen, wir wissen es alle. Dieser Sicherheitsrat, der macht nichts, der kann nichts machen. Die machen hier
so ein bisschen, nee, das mache ich aber nicht, weil du machst ja das auch nicht und so weiter und so fort. Die bekriegen sich. Und das ist auch der Sicherheitsrat, ist das, was hier die große Kriegsgefahr da für uns alle bedeutet. Wir müssen ihn absitzen. Wir müssen ihn ersetzen. Wir brauchen Menschen an diesen Stellen. Wir brauchen Denker. Wir brauchen Philosophen. Wir brauchen eine vollkommen neue Weltordnung von Menschen für Menschen gemacht. Dieses System ist ein Unrechtssystem. Und wenn wir das weitertragen, wir müssen Netzwerke gründen. Überall. Wenn wir irgendwie können, dann müssen wir Netzwerke gründen. Ich bin davon überzeugt, auf der ganzen Welt wird so gefühlt, wie wir hier fühlen. Und wir sind nun mal alle Menschen. Wir fühlen alle gleich. Wir weinen, wenn wir leiden. Und wir lachen, wenn wir uns freuen oder wenn wir glücklich sind. Wir sind zärtlich und liebevoll, wenn wir lieben. Und wir alle, auch wir, können unsagbar grausam sein, wenn wir hassen. Und auch das müssen wir bei uns selbst akzeptieren. Und auch das müssen wir bei uns selbst nicht bekämpfen. Wir müssen es überleben. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen uns selbst lieben. Nur wenn wir uns selbst wirklich lieben, können wir auch die anderen lieben. Und wenn wir selbst für uns das Recht in Anspruch nehmen, hier zu sein, schlicht und ergreifend, nur deshalb, weil wir Menschen sind, dann können wir es auch anderen Menschen nicht mehr absprechen. Das geht nicht. Und was soll ich sagen? Es wurde heute ganz viel gesagt. Ich will das gar nicht irgendwie weiter überstrapazieren. Wir sind die Veränderung. Und auch wenn es länger dauert. Aber wir können unseren Virus, wir können unser positives Gift verstreuen. Wir müssen es mit Liebe tun. Wir müssen es mit Respekt tun. Und wir müssen auch unsere Politiker, die wir alle nicht mögen, ich habe da schon manchmal ganz schöne Hassgefühle. Wenn ein Gauk anfängt, mir einen zu erzählen von Verantwortung, da wird mir wirklich ganz anders. Dann möchte ich den gerne nach Hause schicken. Dann möchte ich ihn ganz gerne noch wo ganz anders hinschicken. Weil wir in diesem Land, Deutschland, wir haben Verantwortung. Aber ganz bestimmt nicht die Verantwortung, wieder anderen Menschen das Leben zu nehmen, anderen Menschen die Lebensgrundlage zu nehmen, andere Menschen zu quälen. Nur weil ein Gauk meint, das sei Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, unsere Waffenindustrie umzuschmieden in für den Menschen wertvolle Industrie. Wir können das. Ich weiß, dass wir das können. Natürlich können wir das. Und wenn uns das gelingt, bin ich voller Hoffnung. Dann haben wir eine friedliche und dann haben wir eine lebenswerte, eine liebevolle Gesellschaft. Dankeschön. Danke dir, Carmen. Ich finde es, so großartig in dieser Bewegung, dass es immer noch so viele Menschen gibt, die fühlen und die diese Gefühle auch ausdrücken. Ich glaube, das macht uns wirklich zu etwas Besonderem. Ja, war eine wundervoll bewegende Rede, muss man sagen. Also ganz, ganz großartig. Kommt jetzt die nächste Frau gleich? Jetzt kommt gleich wieder eine Frau. Ich meine, wir haben erstmal 5 Stunden Männer, aber ihr seht, es ist nicht so einfach, das alles zu organisieren. Und jetzt kommt... Ich sag, die Mama der Mahnwachen, das ist schon ganz lieb, eine wunderbare Frau. Können mal 2 Männer der jungen Frau helfen, den Tisch zu tragen, das wäre total genial. Ja, ich mach den ersten, also ich bin der Erste. Ich häng am Kabel, sonst würde ich das gleich mitmachen.
Da sieht man es wieder, selbst ist die Frau. Na, aber Jenny ist sowas von sich selbst, ey, glaub mal. Und während sie noch das auf die Bühne bringt, nutze ich die kurze Pause, um bei der Orga Danke zu sagen. Wir haben ein tolles Team, ich will die Namen gar nicht nennen, weil sind so viele und dann auch die noch Kleinigkeiten machen, die noch Flyer verteilen und. Deswegen will ich gar nicht anfangen. Ich nenne Ingo mal mit der Technik, weil das ist schon mal genial. Manuel, der immer noch wiederkommt und die Technik mitbringt. Und alle anderen von der Orga. Ohne euch würde das also hier nicht funktionieren. Also es geht in die 20, 30 Menschen, die das hier alles möglich machen, mindestens. Und von daher alle, für die alle mal einen riesen Applaus, ihr Lieben. Kommt, das haben die sich verdient. Das motiviert die Leute auch, weiterzumachen. Wir kriegen nichts anderes, außer die Genugtuung, dass wir Leute informieren und für euch halt so eine gute Show so gut wie möglich hinzukriegen, weil es soll ja schon ein bisschen Show sein, es soll unterhaltend sein. Die Bandbreite kommt nachher noch, Killes Moor kommt noch, Ove, also Cerebellum kommt auch nochmal mit Wollt ihr uns verarschen? Also alleine für die Musiker lohnt es sich dran zu bleiben. Ich weiß, wir haben keine Zeit, Malte. Als Redner kommt auf jeden Fall noch Rico Albrecht und also von daher jetzt erstmal Pedram kommt auch noch. Und jetzt erstmal Jenny. Ja, danke schön.